Und jetzt mal eine Frage an dich. Hast du da irgendwas von freier Meinungsäußerung gelesen? Als Ausnahme? Oder noch viel geiler, hast du da irgendetwas von den Oppositionsparteien gelesen? Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du neu dabei sein solltest, wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Video. So, zum Thema. Und das wird heute ein Video mit etwas, ja, sagen wir mal, längeren, häufigeren Schnitten, denn ich habe hier ein DIN A4-seitiges Skript. Es geht nämlich um den sogenannten Digital Service Act der Europäischen Union, auf den ich unter meinen Videos, vor allen Dingen unter den letzten zwei Videos, die wirklich eine sehr hohe Aufmerksamkeit genossen haben, hingewiesen worden bin, dass in Zukunft diese Meinung, die ich dort vertrete, tja, so nicht mehr vertreten werden darf. Also sprich quasi, ja, einer Zensur unterliegt. Und das schauen wir uns heute gemeinsam mal genauer an. Stellt euch einfach mal vor, dass die Videos, die ihr in der letzten Zeit geschaut habt, von euren Lieblings-YouTubern oder ihr wurdet auf eine Petition hingewiesen, via Facebook, via Instagram, alles, was ihr benutzt oder halt auch nicht benutzt, ja, dass das euch in Zukunft nicht mehr angezeigt wird. Genau daran hat die EU gearbeitet und den sogenannten Digital Service Act, abgekürzt DSA, auf den Weg gebracht, der ja quasi, wenn auch nicht bewusst, aber doch die Meinungsfreiheit hier in Europa einschränken könnte. Denn auch hier bewahrheitet sich mal wieder der Ausspruch, gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Aber was genau steht denn in diesem Digital Service Act drin? Naja, es soll die Werbung für politische Einflussnahme, also das Targeting, ja, einschränken. Und zwar massiv. Was meine ich damit genau? Also nur mal angenommen, du bist jetzt seit einigen Jahren auf diversen Social-Media-Plattformen unterwegs. Da haben diese entsprechenden Plattformen wie Facebook oder YouTube oder sonst irgendwie was Vergleichbares viele Daten über dich gesammelt. Was du magst, was du nicht magst, was du weggeklickt hast, was du dir lange angeguckt hast, was du kommentiert hast, und so weiter und so weiter. Und da sozusagen wird dann ein spezifisches Bild von dir gezeigt. Dieses spezifische Bild, was du quasi hinterlässt, kann genutzt werden, um dir politische Werbung in deine Timeline zu spülen. Und zwar genau dir, um deine Meinung zu beeinflussen. Und ein extrem prominentes Beispiel für genau dieses Targeting und das Ausnutzen davon für einen politischen Zweck, das war der Skandal um Cambridge Analytica. Einige von euch wissen vielleicht, oder da klingelt so ein bisschen was damals gewesen ist. Für alle, die jetzt keinen Plan haben, was da war, die Quelle dazu steht unten, so wie alle anderen Quellen übrigens auch, wie immer, stehen unten in der Beschreibung. Also grundsätzlich ist es ja eine gute Idee, dass genau diese Situation verhindert wird, dass dir quasi politische Werbung zur Meinungsbildung angezeigt wird von Personen oder von Parteien, die, mit denen du eigentlich normalerweise gar nichts großartig zu tun hast. Sondern die haben dich explizit herausgepickt, weil du zu diesen Präferenzen passt. Also schieben sie dir immer mehr von diesen Meinungsbildungsmachern, sage ich jetzt einfach mal, in deine Timeline und versuchen dich damit, vor allen Dingen dann auch vor Wahlen, explizit zu beeinflussen. Man kann jetzt natürlich auch fragen, was hat das denn jetzt mit Artikel 5 des Grundgesetzes, also freie Meinungsäußerung oder gegebenenfalls sogar Artikel 11 der Europäischen Union? Ja, was hat das damit zu tun? Das, meine Lieben, kommt drauf an,
wie man das Wort Werbung, und dir wird ja sozusagen Werbung, ja, in die Timeline dann gespült, wie man das definiert. Also ich persönlich definiere Werbung so, dass ich, wenn ich ein zum Beispiel Produkt bewerbe oder irgendwie was Vergleichbares, dass ich davon einen materiellen Vorteil oder auch immateriellen Vorteil irgendwie beziehe. Ja, also das heißt, jetzt ganz komisches Beispiel, oder jetzt einfach mal so ein Beispiel. Ich sage, ja, dieses Produkt XYZ, das ist mega, das ist super. Das kann ich einmal sagen, ja, weil ich wirklich von dem Produkt überzeugt bin und niemand mir dafür irgendwie zum Beispiel Geld gibt oder einen Jahresvorrat dieses Produkts. Das ist keine Werbung, das ist meine Meinung. Ich kann aber auch das Produkt quasi bewerben, indem ich halt entweder bezahlt werde dafür, dass ich das sage, was ich sage, oder ja, indem ich, na, wie gesagt, einen Jahresvorrat des entsprechenden Produktes davon bekomme. Die Europäische Union sieht das ein wenig anders. Für die Europäische Union ist Werbung auch dann Werbung, wenn sie nicht bezahlt worden ist. Also für die Europäische Union fällt alles unter genau diesen Absatz, was dich beeinflussen könnte. Egal, ob es bezahlt oder nicht bezahlt ist. Tja, das heißt, auch jede politische Meinung, jede Äußerung, jede Petition, alles, was dich in deiner Entscheidung beeinflussen kann, fällt in diesen Akt. Aber, und das ist jetzt genau der Punkt, wenn man solch eine Meinung einschränken will, vor allen Dingen in Bezug auf Gesetzgebungsverfahren und deren Beeinflussung oder auch in Bezug auf eine politische Äußerung, dann muss man zu 100% konkret werden. Da kann man nicht so wie die EU jetzt in diesem Digital Service Act so wischiwaschi irgendwas dahin erzählen und so ein Spektrum der Möglichkeiten hinterlassen, weil dann im schlimmsten Fall kann ich halt alles darunter subsumieren und sagen, das geht nicht mehr. Und genau das ist das Problem, denn so wie es jetzt da drin steht, würden auch zum Beispiel Fernsehsendungen, Nachrichten, Printmedien, die würden alle darunter fallen. Aber wir kennen ja die EU, die sind ja schlaue Füchse alle, die da sitzen. Ja? Die haben sich natürlich Ausnahmen ausgedacht und diese vier Punkte, es gibt vier Ausnahmen, die können wir jetzt einmal zusammen durchgehen. Und ich werde das jetzt hier gleich simultan sozusagen übersetzen. Zwar nicht wortwörtlich, aber so, dass der Sinn und der Kontext derselbe bleibt. Punkt Nummer 1 ist, eine politische Meinung unter redaktionellem Hintergrund. Also sprich, wenn du einen Verlag hast, wenn du ein Nachrichtensender bist und so weiter, die sind davon ausgenommen. Punkt Nummer 2 ist, offizielle Quellen der Mitgliedstaaten der EU, also wenn die etwas herausbringen, dann wird das dementsprechend auch nicht eingeschränkt. Dann die offizielle Kommunikation der Regierung soll auch nicht eingeschränkt werden auf Social Media Plattformen und die Präsentation von Kandidaten für eine Wahl ebenfalls nicht. Und das ist der vierte und letzte Punkt. Und jetzt mal eine Frage an dich. Hast du da irgendwas von freier Meinungsäußerung gelesen, als Ausnahme? Oder noch viel geiler, hast du da irgendetwas von den Oppositionsparteien gelesen? Nee, die Regierung darf quasi ihre Meinung kundtun und darf nicht in ihrer, ja, sagen wir mal, Regierungspropaganda, ich möchte das jetzt mal so sagen, eingeschränkt werden. Da steht aber nichts von der Opposition. Und das ist auch so ein Ding, dass ja nicht nur ich als wirklich kleiner YouTuber, der jetzt keinen redaktionellen Hintergrund hat, eingeschränkt werden könnte, sondern auch die Parteien, die in dem entsprechenden Land, gerade egal ob Spanien, Italien, völlig egal, auch Deutschland, in der Opposition sitzen, dass die in ihrer Meinungsäußerung ebenfalls eingeschränkt werden. Jetzt, wie soll das Ganze vonstatten gehen? Also einmal
wie gesagt, was ich am Anfang sagte, das Targeting soll eingeschränkt werden, also dass dir politische Werbung nicht auf Grundlage deiner spezifischen Eigenschaften zugesendet wird. Und daraus folgt, dass die sogenannte Amplification, so nennt sich das, dass die ebenfalls für dich persönlich geändert wird. Das heißt, das sind dann Videos, die dir vorgeschlagen werden, die hier zum Beispiel rechts an der Seite stehen oder die halt auch auf der Startseite sehen. Es werden dir entsprechende Sachen einfach nicht mehr vorgeschlagen. Die Videos existieren. Von jedem YouTuber oder von egal wer hier irgendwie irgendwas macht, du kannst dir immer noch Videos hochladen, aber du kriegst sie nicht zu Gesicht. Und das ist etwas, tja, darauf läuft die ganze Geschichte halt hinaus. Das heißt, das Fazit dieses Videos ist, dieser Digital Service Act, der bei mir in den Kommentaren unter meinen Videos halt immer als Zensur gesehen wird, der ist keine klassische Zensur, so wie wir uns das vorstellen, aber Zensur hat viele Facetten und die Einschränkung der Reichweite, und das sagt dieses Gesetz halt aus, das ist quasi eine Zensur, wenn nicht jedem, der in irgendeiner Art und Weise sich für dieses Thema interessiert und diese Meinung nicht bezahlt ist, und das ist der Punkt, dass das Video dann nicht mehr vorgeschlagen wird, das ist quasi die entsprechende Zensur. Das heißt, was kannst du jetzt als, sagen wir mal, einfacher Zuschauer dagegen tun? Abonnier deine entsprechenden Kanäle, also die Videos, wo du gerne reinschaust, die entsprechenden YouTuber, wo du gerne reinschaust. Abonnier diesen Kanal und werde auch in Zukunft dann aktiv. Also du musst wahrscheinlich dein Verhalten verändern, dass du aktiv mal auf deren Kanalseiten gehst und schaust, okay, gibt's was Neues, weil du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, dass nach dem 25. August YouTube hier noch weiterhin genau dir diese Videos anzeigt, die du so gerne siehst. Und geh zur Wahl. Ja? Geh vor allen Dingen auch zur Europawahl. Wir haben eine unglaublich niedrige Beteiligung, was die Europawahl anbelangt hier in Deutschland. Aber wie du siehst, auch auf europäischer Ebene werden solche Gesetze entschieden und beschlossen. Wenn da Leute einfach drin sitzen, die sowas beschließen können, dann gehören die da nicht rein. Dann müssen die abgewählt werden. Das ist meine persönliche Meinung, ja. Und wie gesagt, sowas würde dann auch, ja, hier auf YouTube nicht mehr zu sehen sein. Da müssen dann andere Personen rein. Da müssen Personen rein, die sich mit den Konsequenzen dieser Gesetze einfach auskennen. Die wissen, was passiert, wenn sie so ein Gesetz beschließen. Und das ist nicht irgendwie jetzt von der Europäischen Unionsseite, ja, ihr könnt das gerne so machen. Nee, das ist eine Verordnung. Das heißt, da steht das schwarz auf weiß drin und der Nationalstaat, der hat das umzusetzen. Und da gibt es auch keine großartige Diskussion mehr daran, wie man das auslegen könnte oder so. Nee, das wird abgewunken. Das wird so dann durchgesetzt. Und damit ist das Thema dann erledigt. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein wenig zur Aufklärung des Digital Service Acts beitragen. Falls du denkst, dass diese Information auch für andere interessant sein könnte, teile das Video gerne, like das Video gerne, schreib einen Kommentar unten rein. Das pusht alles den Algorithmus, so dass dieses Video dementsprechend bisher noch weiter verbreitet wird. Ansonsten danke ich dir wirklich für deine Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder.